Okay. Start. Moin Leute, heute haben wir ein Opening und zwar habe ich diese Glurak-Ex-Tin. Und ja, wir schauen mal, was da so drin ist, nicht? Ich hätte das vielleicht vorher machen sollen. So. So, mal gucken, ne? Ja, man weiß ja nicht. So, wir haben hier einmal den Deckel, der kommt jetzt ab und zu. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe einen Glurak-Ex gezogen. Ah, da ist das. Oh Gott, wie haben die das denn eingepackt? Alter, Bro. Ja, toll, der hat schon einen Knick. Cool. Da ist das wunderschöne Geschöpf Gottes. Da habe ich hier noch den Live-Code. Dann haben wir hier noch vier solche Päckchen von Paldea Schicksal mit Pikachu, mit so einem komischen Dude, den ich nicht kenne. Nochmal mit Pikachu und nochmal der Dude. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mal auf. So, da haben wir etwas Folgendes. Wir haben einmal so ein Tentagra. Dann haben wir einmal ein Ferkuli. Dann ein Knabon. Dann diesen Kloptopus. Dann haben wir ein Buckel. Okay. Dann haben wir technische Maschine Krisenhieb. Ein Kirlia. Ein Gierspenst, ein Phanpy, ein Oh! Gardevoir X, let's go, Alter! Ehre! Und eine Psychoenergie. Das ist natürlich sexy, dass ich da direkt hier mal so ein Gardevoir X rausgekommen habe. Das ist ja auch noch ein sehr starkes Deck. Ja, machen wir direkt weiter. Ne? Hier haben wir einmal so ein Tanzer. Dann haben wir ein, oh, guck mal, Pikachu. Dann haben wir hier ein Phanpy, ein Lapras. Einmal, hey, das sind wir beide, Schatz. Famibs mit Milo und Cookie. Elektrischer Generator. Dann haben wir hier Gengar. Dick Daniel, der sehr süß ist. Ein FM und ohne Full Art Richter. Alter Schwede. Das ist natürlich, Alter, das ist ja krank. Und so eine Energie, eine Kampfenergie. Alter, das waren ja bisher zwei gute Hits, würde ich fast meinen. Dann werden wir noch zwei weitere gute Hits haben. Da gucken wir doch mal, ne? Wir haben nochmal die Dänge, diesmal nicht Holo. Dann haben wir den Miller, das ist die Lieblingskarte meiner Verlobten. Ziehe drei Karten. Dann haben wir Natu. Das Sonderbonbönchen. Da haben wir ein Shugi. Wir haben ein Dornfarn. Ein Mondscheinhügel. Das ist sehr gut für die Gardevoir-Strat. Da haben wir Nemillas Rucksack. Nimm bis zu zwei Nemilla-Karten aus deinem Anfang gestartet. Also, siehst du, Schatz, durch die Karte kannst du Nemilla dann öfter spielen. Dann haben wir hier Natu. Epitaph, okay, Razaf hat eine Entwicklung bekommen, das ist zu wissen. Und eine Basisenergie-Pflanze diesmal. Also sitzt da hinten, schläft da hinten, das ist schon süß. Haben wir nochmal, ey, guck mal, noch ein Tentagra. Dann nochmal so ein Kloptopus, der verkloppt dich, weil unten ist ein Oktopus. Dann haben wir hier einen Knaddox. Ein Glumanda. Ein Kamerupt. Eine Enigmara, die ist echt gut. Haben wir nochmal ein Famibs, ein elektrischer Generator in Holo, ein Tentagra in Holo und oh mein Gott, ein Riesenzahn-Ex. Also nochmal, Alter, die fühlt sich voll fake an, aber ist echt wunderbar. Ist das hier. Also, ja, was soll ich sagen, ne? Schon mal legitimately. Non-ironically, non-jokingly. Drei sehr gute Hits aus den vier Booster-Packs und natürlich ihn hier, den Kollegen Schnürschuh. Very sexy, very geile Tin, muss ich wirklich sagen. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!